Hallo und herzlich willkommen bei Chivalry Medieval Warfare. Hier im Hintergrund seht ihr bereits die Schlacht tobt, aber bevor ich mich hier ins Geschlachttümmel stürze, muss ich doch mal kurz üben und deshalb hier noch mal kurz, wie ich gerade am Upgate bin. Yeah, nimm das, frisst meinen Stahl. Nur damit ihr seht, dass ich auch mal gute Momente habe, sowas werden wir nie mehr erleben. Ich bin sogar erster in der Liste. Yay. So, da das jetzt auch getan ist, kann es losgehen. Jetzt sind wir hier in der Charakterauswahl. Ich spiele normalerweise immer den Standardritter. Ich weiß, ein bisschen langweilig. Aber liegt mir eigentlich ganz gut. Der Zweihänder hier, deutsche Kriegskunst. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Ist eigentlich echt witzig. Es ist ein sehr aktives Kampfsystem, das werdet ihr gleich sehen. Mit Rechtsklick blocken, ich kann mit Linksklick schlagen, ich kann stechen und ich kann von oben hauen. Das Ganze dann natürlich auch noch von anderen Seiten und so weiter. Und ihr werdet gleich sehen, das ist ziemlich skillbasiert. Das heißt, ich werde gleich sterben, dann kann ich euch nichts natürlich zeigen. Einmal auf einem Bein, da kann man nicht stehen. Hui. Da haben wir gleich den... Nö, den haben wir gar nicht. Mag ich den Kill, oder? Ich weiß es gar nicht. So, einmal hier reinstechen und... Oh, den haben wir wieder die Beine abgesäbelt. Mann, wir sind hier richtig am Verschierten machen. Okay, da habe ich eine aufs Maul gekriegt. Das ist natürlich scheiße. Hier hinten sind die ganzen Bogenschützen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh Gott, das sind viel zu viele. Viel zu viele. Da habe ich noch eine mitgenommen. So, wir werden jetzt aber gleich sterben. Das Problem ist, ich bin nicht mehr auf dem... Und da sind wir. Haben wir ins Gras gebissen. Das Problem ist, ich bin nicht mehr auf dem kleinen Regen unterwegs, sondern ich bin zu hoch im Level, als dass ich noch auf den Noob-Servern spielen könnte. Und das sind hier alles absolute Pros. Also die haben es echt drauf. Hier mit Finden und Kopfüberschläge, ganz verzerrt. Da werdet ihr sicher noch ein paar lustige Momente hier erleben, wo ich einfach drauf gehe. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück. Denn hier sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Spieler unterwegs. Also dort kann ich normalerweise nur abstinken. Ab und zu gelingt mir dann natürlich so ein Glücksgriff, dass jemand halb tot ist und ich gerade noch im richtigen... Sehr schön, habe ich nochmal eine aufgestecht und von hinten... Haha! Lauf in meine Klinge! Ja! Yeah. Ein bisschen mehr stechen, hat man einfach mehr Reichweite. Hätte eigentlich sitzen müssen. Nein! Man muss ja auch treffen, wenn man... Boah, wieder ein... Oh, oh, der hat wehgetan. Haha, okay. Der kam von hinten, den habe ich nicht gesehen. Aber das macht einfach so unheimlich viel Spaß. Mann, ich wünschte mir wirklich, es gäbe mehr solche Spiele. Ein Rollenspiel mit diesem Kampfsystem. Das wäre so absolut geil. Ganz klar, das würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Bei Reign of Kings, ein oder andere kennt es, ein Online-Spiel, so ähnlich wie Savage Land, was wir gerade getestet haben, nur eben im Multiplayer auf dem Online-Server. Wurde von Gronkh ziemlich viel gespielt. Ich weiß nicht, ob der das noch... Oh, da habe ich eine Team mit gekillt. Angestochen. Das tut mir sehr leid. Da soll dieses Kampfsystem tatsächlich drin sein. Ich bin aber ein bisschen zu blöd, um da raufzukommen. Und bis ich mir eine gescheite Waffe gecraftet habe, bin ich eh schon tot, als dass ich dann noch gegen irgendjemand kämpfen könnte. So, gehen wir ein bisschen in Deckung hier. Ich habe natürlich noch ein Schild mit einer Einhandwaffe. Allerdings macht die so gut wie gar keinen Damage mehr. Oh, den habe ich. Haha, hast du geglaubt. Zack. Ein guter Trick übrigens, dass man die Maus mitbewegt beim Schlagen. Bin jetzt nicht ganz in der höchsten der Gefühle. Wenn man die Maus mitdreht, also wenn man von rechts nach links schlägt und dabei die Maus nach links mitdreht, dann ist die Klinge schneller im Ziel. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf diesen Stock hier haue, kann ich das so machen oder ich mache das so. Versteht ihr? Somit bin ich schneller als der eigentliche Spieler normal oder Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Und das ist eben der ganze Trick von diesem ganzen Ding. Das Ganze kann man natürlich umgekehrt auch machen, indem man das Ganze verlangsamt macht, indem man so reinschlägt. Das kann ich aber nicht so gut. Und da werden die Schläge echt sehr, sehr schwierig zum Parieren. Dann gibt es noch irgendwie einen Trick, wo man so von oben, von unten nach oben schlägt. Also zum Beispiel gegen diese Mauer hier. Dann wird das so gemacht. Das ist dann auch absolut. Das kann ich einfach mal probieren. Habe ich den tatsächlich getroffen? Jetzt haben sie alle Respekt vor mir. Boah, der hat mich gut ausgetrickst. Der hat hier perfekt eine Finte eingeführt. Somit habe ich zu früh geblockt.
und er konnte schlagen. Man kann die Schläge nämlich auch abbrechen, indem man auf die Q-Taste drückt. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr skillbasiertes Game. Ich wechsle für die nächste Runde aber mal die Klasse. Zwar nehmen wir hier den Bikinier. Hier seht ihr übrigens, welche Waffen das alles gibt. Hier eine Halebarde oder einen Streithammer. Natürlich nehmen wir den Streithammer. Und, achso, das kann ich jetzt schon machen. Ich dachte erst beim nächsten Spiel. Einfach mal, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze dann aussieht. Dieser Bikinier, der hat eine besondere Fähigkeit. Und zwar, wenn man lange genug läuft, da seht ihr, legt er die Bike so an und man kann mit einem kräftigen Schlag anstürmen. Das versuchen wir jetzt gleich. Oh, der war schneller. Okay, aufpassen. Das ist wirklich, glaube ich, eins der Spiele, wo man öfter durch Teamkollegen stirbt als durch die Gegner. Ja, ganz so drastisch ist es nicht, aber es ist Friendly Fire On, das heißt, das kann man gar nicht ausschalten. Oh ja, die haben uns jetzt natürlich gekriegt. Oh, die zielen alle auf mich, das ist nicht so gut. Und, oh, nicht der Baum, da ist eigentlich nicht so gefährlich. Und, komm schon. Die Stiche sind so böse. Boah! Mit einem Pfeil in den Kopf weggeschossen. So schnell kann es gehen in Chivalry. Man lebt hier nicht sehr lange. Mir macht das Spiel aber so unheimlich viel Spaß. Ich bin auf das Spiel gestoßen eigentlich, als das mal beim Steam für ein Wochenend Free-to, wie nennt man das? Einfach mal, wo man es Wochenende lang gratis testen konnte. Und habe mir das dann im Anschluss direkt gekauft. Das war einfach so unheimlich witzig. Ich dachte mir, das wäre jetzt so ein cooler Kill gewesen. Die Gegner übrigens, wir hacken uns hier nicht gegenseitig einfach nur die Schädel ein, die müssen diesen Karren da oben zum Tor schieben, denn ihr seht, hier sind alles Tote drinnen, die wollen nämlich die Pest in unsere Burg reinbringen, dadurch, und sobald ein Spieler von denen in der Nähe ist vom Karren, wird der Karren weitergeschoben. Das heißt, wir müssen hier wirklich schauen, den Karren zu verteidigen, deshalb ist ja auch immer hier unten die ganze Action. Okay, ich muss mir ein bisschen angewöhnen, mehr zu schauen, wo denn genau die ganzen Gegner stehen. Okay, das war leider nicht unser Kill. Und ja, eigentlich das ist das ganze Prinzip von diesem Spiel, aber es macht einfach so unfassbar viel Spaß. Vor allem, wenn man das Ganze dann mal mit einer Menge Kollegen spielt. Oh, der hat den sehr schnell eingeschlagen. Aber wir haben auch noch einen mitgekillt. Ich bin, Fünfter. Wow, ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe sogar eine positive KD. Alter, geil. Nee, mittlerweile sind hier wirklich nur noch die Veteranen am Spielen fast. Es gibt aber, keine Bange, falls ihr das Spiel auch anfangen wollt, es sind normal immer Low-Level-Server, das heißt, in die kann man nur von Level 0 bis 15 rein. Das ist sehr human, also da sind sehr angenehme Spieler mit dabei. Also da ist selten, dass da irgendwie so ein Overpro mitmischt. Das ist dann schon ein bisschen schade, denn da hat man fast keine Chance. Boah, okay, das war aber nicht mein Kill. Und, oh, muss ich aufpassen, dass ich meine eigenen Leute hier treffe. Und wieder der Bogenschütze. Die Bogenschützen sind aber limitiert, das heißt, limitiert. Das heißt, es kann nicht jeder Bogenschütze werden, denn ansonsten wird das wie ein Ding. Sieg! Yeah, wir haben gewonnen! Und hier seht ihr es, ich bin Rang 18 mittlerweile, sind aber auch einige mit 40. Hier ganz oben auf der rechten Seite, die gehen in Stufe 60, also da muss man schon wirklich sehr viel spielen. Und, ja, es dauert einen kleinen Moment, bis man in das Spiel richtig reinkommt, bis man die ganzen Waffenfunktionen, sage ich jetzt mal, wirklich gut hält. Und jetzt im Ladebildschirm, das dauert einen kleinen Moment, da setze ich einen kurzen Cut rein. Hallo und da sind wir auch schon wieder zurück in einer neuen Runde von Chivalry. So, eine sehr coole Map übrigens, diese hier ist zwar ziemlich alt schon, das heißt Maps werden immer wieder hinzugefügt oder wurden, ich weiß nicht wie aktuell das jetzt noch gehalten wird mit den Updates. Ich habe jetzt eine andere Waffe genommen und zwar hier den Luzerner Hammer. Eine Waffe, die vor allem in der Schweiz des Spätmittelalters dann zum Einsatz kam, deshalb auch der Luzerner Hammer. Gibt es in verschiedenen Varianten, hier in diesem Fall mit dem Axtblatt, es gibt ihn aber auch noch mit einem Dorn, also wie einen Krähenschnabel ungefähr, kann man sich das vorstellen. Und das war eine Waffe, die besonders bei Adeligen zum Einsatz kam. Natürlich kam sie bei Adeligen zum Einsatz, das war ja nur schließlich Ritter. Aber auch bei den Duellen. Es gab im Mittelalter immer wieder Duelle. Und da wurde eben diese Waffe eingesetzt. Oh. Und bevorzugt. Ich finde die sehr, sehr interessant, denn sie hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten, einen Gegner zu verletzen. Einmal natürlich hier das Axtblatt und den Hammer auf der Rückseite für schwer gepanzerte Ritter.
Dann gibt es natürlich vorne einen Dorn, mit dem man stoßen kann, und einen weiteren Stachel an der Unterseite der Axt, das heißt hier am Ende des Griffs. Und in Dalhof, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Fechtbuch aus, ich glaube, 15. Jahrhundert oder 14. mit Technik 13, ich weiß nicht. Das ist so ein Handbuch für Fechten mit Langwaffen bevorzugt, also hauptsächlich Schwertern. Da haben wir jetzt einen umgenatzt. Das war knapp mit dem Katapult. Haha, mit den Wurfmessern. Arschloch. Boah. Gut, da hatte ich keine Chance, da waren zu viele. Ich nehme aber wieder andere Waffe, die liegt mir irgendwie nicht so gut. Ich bin einfach bevorzugt mit einem Zweihandschwert unterwegs. Ich könnte aber auch den Pikinier mit der Claymore nehmen. Für Schottland! So, damit geht's jetzt ins Gestümmel vor allem. Das trifft es eigentlich. Das geht hier doch ziemlich zur Sache. Habe ich schon erwähnt, eines der Spiele, bei dem man bevorzugt durch die Kameraden stirbt, vor allem ganz am Anfang. Das ist so schlimm, weil alle wie wild mit dem linken Mausbutton rumdrücken und damit eben diesen... Entschuldigung. Sorry. Das tut mir leid. Ich wollte das jetzt demonstrieren und habe vergessen, dass ich ja den mächtigen Angriff hier habe. Der geht aber... Boah, da kommt noch einer. Bei Gedümmel ist es nämlich bevorzugt so, dass man entweder stechen oder die Schläge von oben machen soll. Die Schläge von oben machen etwas mehr Damage als die Stiche und auch der normale Schlag mit der Link-Maustaste von der Seite. Dafür ist er aber langsamer. Und eben wenn so 5-6 Leute auf einem Haufen stehen und dann die Leute mit dem Linksklick, also mit diesem Schlag hier reinsudeln, das ist ja Katastrophe. Das ist so geil, also da sind so viele Teamkills permanent. Aber naja, das ist nun mal so halb so schlimm. Aber das macht es auch irgendwie witzig. Team Damage kann man aber, glaube ich, gar nicht ausstellen. Das heißt, es geht hier wirklich immer zur Sache. Unser Ziel ist es hier, glaube ich, die ganzen Häuser anzuzünden. Das haben die anderen ja schon hervorragend gemacht. Dazu kann man sich nämlich eine Fackel hier beim Feuer aufklauben und sie einfach auf das Gebäude werfen. Jetzt müssen wir hier drüben den Rambock anschieben, um ihn drüben an das Tor zu bringen. Das heißt, es ist immer ein bisschen objektiv hier auch im Spiel drin. Das ist nicht einfach nur Deathmatch, das gibt es natürlich auch. Aber macht so eigentlich sehr viel Laune. So, wir müssen jetzt eben diesen Rambock zum Tor führen. Und da ich versuche, den von der Seite irgendwie zu beschützen, hier eben wie gesagt mit Stichen und nicht mit breiten Schlägen, das ist immer sehr wichtig. Denn ansonsten, diese Axt, die ist so gefährlich. Die hat zwar kaum Reichweite, aber wenn die trifft, das ist so abnormal. Auch wenn es die eigentlich gar nicht so gegeben hat eigentlich. Und hier wieder mit einem gezielten Schlag von oben. Ja, man kann auch diese Handstürmer blocken, aber jetzt... Ich so wenig Leben, dass ich mit einem Ding, ja, das kann schon sein. Habe ich ein paar Mal was abbekommen. Das geht hier ziemlich schnell. Auch dass man nicht mitkriegt, von wo eigentlich die Schläge kommen, passiert immer mal wieder. Und wichtig ist einfach, von mir aus gesehen, in solchen Spielen sich zu entschuldigen. Es sind hier so viele Leute auf dem Weg, die sich aufregen wegen Noobs und was weiß ich was alles. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Und schade, man kann einfach kurz Story in den Chat schreiben, dann ist alles vergessen im Normalfall, aber es gibt immer welche, bei denen das dann eben nicht reicht und die dann... Oh, da hat mich mein Kollege erwischt, wo ich ihn aber auch fast. Mein Hals hängt in der Luft. Ja, das sind diese Men in Arms, die sind verdammt schnell, die sind deshalb sehr gefährlich. Vor allem, wenn das Spieler sind, die sehr gut damit umgehen können. Das sind die mitunter die gefährlichsten Leute hier auf dem Schlachtfeld. Da kann ein gepanzerter Ritter eigentlich einstecken, da muss man nur öfter treffen. Die halten zwar nichts aus, aber die sind so schnell im Zuschlagen. Und andererseits können die eben mit einem Seitwärtsschritt den Hieben ausweichen und selbst wieder zuschlagen. Das ist echt enorm. Die sind wirklich enorm schnelle. Da muss man, glaube ich, das erste Mal, wenn man da nicht richtig pariert... Dann kann man das eigentlich vergessen bei denen. Ich hoffe, der trifft mich nicht. Ah. Ich nehme jetzt aber auch wieder eine Langwaffe. Da würde ich mich jetzt ein bisschen überfreuen. Den Hammer hatten wir jetzt. Nehmen wir mal die Helbarde. Ziemlich geil. Also es gibt ein recht passables Waffenarsenal. Nicht ganz so viele verschieden. Alle mit ihren eigenen Eigenschaften. Aber es ist für jeden was dabei. Das finde ich ziemlich sehr gut gelöst. Man kann natürlich auch alles mit Einhand und Schild spielen.
ist ein bisschen schwierig, ist auch nicht so ganz meins, weil man einfach eine sehr kleine Reichweite hat, man fügt viel weniger Schaden zu. Man kann mit dem Schild zwar gut blocken, vor allem Pfeile, da eignet sich das natürlich sehr gut, aber man hat auch seine Nachteile. So, das war jetzt ein gekonnter Schlag, das ist auch der Vorteil bei Langwaffen, kommt mir vor. Alter, ich halte echt nichts aus. Dass man mit einem Speer bei diesem Ansturm einfach zusticht und nicht den ganzen Schlag von der Seite ausführt. Das ist vor allem, wenn es dann hart auf hart kommt mit dem ganzen Getummel, einfach feiner, wenn man die gezielt raussuchen kann. Andererseits natürlich, wenn zwei, drei Leute auf einen zustürmen, wäre es angenehm manchmal von der Seite zu schlagen. Aber da einfach stehen bleiben, kurz mit der linken Maustaste einen Seitwärtsschlag ausführen und das Ganze ist gegessen. So, jetzt versuche ich mir wieder einen rauszusuchen. Der hier. Es gibt übrigens eine Funktion, die nicht alle wissen, und zwar, wenn ein Spieler von einem Weg läuft, man den anvisiert, dann kann man schneller laufen. Das heißt, man kann damit auch als vollgepanzerter Ritter die ansonsten eigentlich viel schnelleren Bogenschützen alle locker einholen. Locker vielleicht nicht, aber man kann sie einholen. Der Kill hätte mir eigentlich gehören müssen, denn mit einer solchen Distanzwaffe gegen Einhandschwert abstinken, das ist schon ein bisschen peinlich. Spieler ausschließen, Teamschaden. Nö, komm. So. Mache ich nicht. Prinzipiell eigentlich nur, wenn ich wirklich sehe, dass da um die 50%. Oh, der ist gefährlich hier oben. Der wird uns jetzt sicherlich mir mal wieder gerne reinzimmern von hinten. Ich spüre schon den Pfeil in meinem Rücken. So, haben wir denn hier noch einen Gegner für uns? Hier. Haha. Okay, das war aber nicht unser Kill. So, wir müssen jetzt eben diesen Rambock noch etwas verteidigen. Damit wir hier natürlich die Tür einschlagen können. Hier haben wir noch einen weggestochen. Und das Leben sinkt wieder sehr schnell. Nein, da kam wieder einer von hinten. Das ist ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu bewahren. Aber es geht allen gleich. Deshalb ist es ja auch wieder fair. Und hier seht ihr übrigens noch, ein paar Leute haben so spezielle Rüstungen. Das ist Ingame-Shop. Ich bin kein Verfechter von diesen Dingen. Ich meine, das Spiel kostet, glaube ich, 20 Euro. Im Steam gibt es das ständig als Angebot. Da zahlst du dann deine 7 Euro oder 5 Euro und hast das Spiel. Super Schnäppchen, muss man unbedingt zuschlagen. Wenn ihr das mal seht, kauft es euch. Es ist wirklich sehr geil. Und es gibt halt noch eben diesen Ingame-Shop. Aber das ist alles nur Verzierung. Also alles nur... Ah, seht ihr mal, wie schnell die sind. Das ist so gefährlich. Und da oben sehe ich noch einen Armbrustschützen. Okay, das klappt irgendwie im Moment nicht so gut. Ja, sind wir schon ziemlich 5 zu 10. Alter, ich sagte doch, die andere KD, die werde ich nie mehr halten können. Naja. Also holt es euch, wenn ihr es mal irgendwo seht. Würde mich auch sehr reizen, mal mit euch allen zusammen hier auf diesem Spiel die Runde toben. Denn das ist von mir aus gesehen ein perfektes Community-Spiel, möchte ich mal anmerken. Minecraft hat natürlich auch mit seinen ganzen Servern und Dings viel zu bieten, aber ich finde, das ist dann doch mal eine Ecke interessanter einfach. So, wirklich. Wow, ich sehe nichts. ja, wie gesagt, Minecraft, da kann man natürlich sehr viel machen. Aber ich finde da erstens PvP in Minecraft mag ich nicht. Ich finde, Minecraft ist nicht ein gutes Spiel für PvP, weder noch für Kämpfe. Ich meine, da ist einfach nur wildes Links rumgeklickt. Da fände ich das hier schon viel geiler. Das heißt, wenn wir mal genügend Leute zusammengetrommeln können, dann machen wir mal eine Server auf. Und nein, ich habe den falschen. Schnell konzentrieren. Haha. Hast du dir gedacht? Ah, noch einen. Und du kommst auch gleich. Yeah. Toni geht ab. Wow. Und einen Rundumschlag. Und hier noch einer. Komm schon. Yeah. Mann. Wieder ein richtiger Lauf hier. Alter, gehe ich ab. Yay. Yeah. Oh, sorry. Oh, 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 oh. Wo war das? Oh, das ist wieder zum Geschützen und Bogenschütze wahrscheinlich. Oder Armbrustschütze. Habe ich einen von mir gekillt? Scheiße, sorry. Nein, okay. Alles muss ein Ende haben. Schauen wir mal kurz sorry in den Chat. Können wir eigentlich ausschreiben. So, das ist ein bisschen höflicher. Naja, haben wir es bald mit dem Rambock? Den können wir doch eigentlich langsam weiter. 9 Minuten haben wir noch. Ich glaube, das kriegen wir hin. Die Runden sind immer unterschiedlich lang. Ich hatte auch schon welche, die bis zu einer Stunde dauerten.
Kommt immer auf die Map drauf an und wie schnell die Angreifer bzw. die Verteidiger sind. Wenn das wirklich ein sehr gut ausbalanciertes Spiel ist, dann kämpfen wir da schon ziemlich eine Weile dran rum. Aber das finde ich eigentlich recht geil. Komm schon her, was machst du denn? So, den konnte ich jetzt eben einholen, weil ich hinter ihm hergelaufen bin und auf seinen Rücken gezielt hatte. Deshalb war ich schneller als er. Das wissen aber nicht so viele. Oh. Ah, das war ein Bogenschütze. Nö. Doch, das war ein Bogenschütze. Naja. Also, wie gesagt, falls ihr das Spiel habt oder so, lasst es mich wissen. Dann machen wir da mal was. Hm? Das wäre doch ziemlich geil. Das würde mich mal freuen. So, mit euch. Hm? So, Mann gegen Mann. So, Ziel abgeschlossen. Der Rampok ist... Oh, hat seine Mission erfüllen können. Oh, da kommt noch einer. Es ist sehr schwierig, hier alle Fronten im Auge zu behalten, weil einfach so viel passiert und vor allem schnell. Und man ja nur diesen kleinen Blick hat von der First Person. Das heißt, ein Third Person wechseln wäre manchmal ganz angenehm. Ist aber nicht so leicht möglich. Ich glaube, das kann man irgendwie. Habe ich mal gesehen, glaube ich. Aber keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, weil man natürlich fürs Blocken muss man auch in die richtige Richtung schauen und blocken und alles. Das ist in der Third Person dann immer ein bisschen schwieriger. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß, ich habe das nie gemacht. So, dann kommt mal her zu Papa. Oh, da habe ich gleich eine von meinen Leuten getroffen. Hier, der Blutige, der gehört mir. Immer wenn ein Spieler blutig ist, dann ist er niedrig am Hals. Zum Beispiel der hier hat schon was, bisschen was abgekriegt. Und das sind dann immer die prädestinierten Spieler. Es gibt auch einen Modus frei für alle, das heißt jeder gegen jeden. Und die Leute, die sich da die Rüstung rot einfärben, da kann man das alles noch ein bisschen customisieren, auch ohne DLC, ja, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Oh, oh, das war einer von meinen Leuten. Halb so schlimm, kein Problem. Und was wollte ich sagen? Ja, und die Spieler, die sich dann die Rüstung so rot einfärben, auf die hacken immer alles sofort drauf, weil sie natürlich glauben, der hat hier nicht mehr viel Leben und ist ein guter Kill oder ein leichter Kill. Deshalb färbt eure Rüstungen nicht rot. Das kann ich euch nur empfehlen. Hatte ich mal gemacht und habe ich schnell gemerkt, dass alle Pfeile und alles sofort auf mich gingen. Okay, das ist ein bisschen schwierig hier. Direkt hinterm Tor, vor allem wenn man die Bogenschützen alle noch mit hat. Okay, da kann man uns jetzt von hinten. Ein Bogenschütze mit einem Schwert. Ich habe für den Bogenschützen noch keine bessere Waffe freigeschalten. Nur so ein kleines Messer. Denn man bräuchte genügend Kills mit dieser Nahkampfwaffe dann, damit man da auch ein Schwert freischalten kann. Und das habe ich noch nie geschafft. Ich spiele das aber auch sehr selten. Könnten wir aber mal versuchen, wenn es nicht voll ist, dann kann ich euch das zeigen. Was mir da recht angenehm vorkommt, ist einmal die Armbrust, die hat ordentlichen Schaden und andererseits auch die Wurfpfeile. Oder Wurfpfeile, man kann so Speere mitnehmen. Ich glaube sogar Pilum kann man auch mitführen, also den Wurfspieß der römischen Legionäre. Und hier versteckt sich doch alle immer. Wow, habe ich versäumt. Und komm schon. Okay, jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille. Ich kam nicht nach hinten weg. Warum? So. Sorry, sorry. Ja, kein Problem, habe ich ja gesagt. Ich bin da. Ich habe auch genügend Leute gekillt. Das ist. Muss man auch mal sagen. Help me. Ja, ich helfe dir. So, aber mir passen eigentlich Langwaffen ziemlich gut. Ich finde die auch am interessantesten. So von allen Waffengattungen. Natürlich Zweihandschwert passt mir auch sehr gut. Man hat da eine sehr gute Balance zwischen Geschwindigkeit. Oh, den habe ich nicht getroffen, aber er mich auch nicht. Und jetzt dreht er sich gleich um. Ich dachte, er versucht so einen Blindschlag nach hinten. Auch immer sehr gerne gesehen, weil man einfach sehr kurzes Zeitfenster hat, nur die richtig zu blocken. Deshalb sind sie doch so gefährlich. So, wir müssen da drüben den König killen. Erstmal den hier und dich haben wir auch gleich mit. Und hier nochmal einem Ritter 1 auf die Mütze geben. Blocken nicht vergessen, mittendrin brauchst du es auch. Warum habe ich da keinen getroffen? Schon wieder der mit dem violetten Helmteil. Du weißt doch, dass ich dir überlegen bin. Okay, der war zu früh. Und der war zu früh geblockt. So schnell kann es gehen, aber immer mit Bar haben wir jetzt mitgenommen. Ich komme langsam wieder rein. Ich war nie wirklich der Oberpro in dem Spiel. Aber es macht einfach Laune zwischendurch und vor allem
mit ein paar Kollegen, wenn man da zu dritt, zu viert, da kann man sich so abladen. Das ist, manchmal ist das frustrierend, weil man einfach gar nichts mehr rafft, vor allem wenn man dann sich dann nebenbei noch aufs Quatschen konzentriert. Bei einem Let's Play geht's eh noch, weil ich hier ja nur für mich spreche, da geht das dann schon, aber wenn man dann noch anderen Leuten zuhört und auf deren Gespräche dann eingeht, dann ist das halt ein bisschen schwieriger. Oh, der hat das geblockt. Der ist, glaube ich, ein verdammt guter Spieler, den habe ich zuvor schon mal irgendwo gesehen. Das ist eine so DLC-Waffe. Oh, das sind mir zu viele Bogenschützen. Verdammt gefährlich. Und das Blöde ist, diese Bogenschützen, die unterbrechen einen dann auch die Angriffsanimation. Das heißt, wenn man zum Schlag ausholt, einen Pfeil reinkommt, dann ist die Animation unterbrochen. Dann kann man auch nicht so einfach in die reinstürmen, einfach mit einem Querschlag und alle wegpacken, alle um den Kopf kürzer machen. Denn mit höchster Wahrscheinlichkeit kriegt man den Pfeil rein und kann den Streich gar nicht ausführen. Der hat hier eben so einen spätgotischen Zweihänder. Ich finde den nicht so schön, weil mir gefällt da einfach die gewellte Klinge hier nicht. Da bin ich lieber bei den ganz einfachen Sachen. Hier die Pike eignet sich sehr gut, vor allem weil man hier ein bisschen auf Distanz geht. Die passt mir wirklich sehr gut. Es gibt dann noch eine Speer mit einer übertriebenen Reichweite. Allerdings hat er nur das Stechen natürlich, was wirklich Schaden macht und ansonsten nicht viel. Das heißt, ich hole dann doch gerne mal auch aus. Vor allem der Kopfüberschlag hier. Da habe ich wieder eine von den Kavallerien abgekriegt. Der eignet sich dann wirklich sehr gut, weil man da einfach unheimlich viel Schaden macht. Das ist wieder so ein Läufer. Haben wir auch mit. Und hier haben wir mit dem Speer. Die haben verdammt große Reichweite. Von denen muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Hahaha. Das wollte ich blocken. Ich wollte nicht schlagen. Eine gute Taktik eigentlich für den Anfang ist meines Erachtens immer gewesen, erst den Schlag blocken und dann zurückschlagen. Denn, ich weiß nicht, irgendwie schafft man das da zeitlich sehr schnell. Ich bin ja noch ein Spectator. Das geht sich zeitlich sehr gut aus. Und ihr habt ja auch gesehen, vor allem mit den Stichen, die sind ziemlich schnell, machen weniger Schaden. Aber ich mache mit denen eigentlich fast die meisten Kills. Vor allem hier mit den langen Distanzwaffen, da bietet sich das dann noch mehr an. Aber so ein Kopfüberschlag, der haut einfach rein. Dauert zwar länger, aber wenn man gerade weiß, dass der Gegner nicht hinguckt, eignet sich das eigentlich perfekt. Und jetzt kriege ich eine von der Axt ab. Der wartet hier hinten bestimmt. Da kommt mein Kollege von hinten. Ups, mit die Mauer. Und natürlich auch, wenn sie verfehlen. So, den habe ich noch gut erwischt. Da haben wir wieder den Typ mit der violetten Brille. Rosa Brille. Da, diese Bogenschützen, den hole ich mir jetzt. Töte den König, Ziel abgeschlossen. Da haben wir noch Free Kills. Die haben jetzt nämlich keine Waffen mehr. Oh, ich sehe nichts mehr. Hilfe! Der Kampf geht immer weiter, das ist so geil. Meistens ist dann am Ende ein riesen Faustkampf. Ich hacke jetzt einfach mal quer die Runde. So, bin ich wieder abgerutscht und wird nach oben in den Punkten. Egal. So, ich hoffe, euch hatte das gefallen. Chivalry Medieval Warfare. Ein wirklich sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Macht mir wirklich sehr viel Laune. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn der ein oder andere von euch das auch hat. Da könnten wir da wirklich gerne mal was zusammen machen. Müsst ihr mich einfach nur anschreiben. Dann machen wir das mal. So als Community-Dings einfach. Alle zusammen, das wäre doch cool. Müsst ihr es euch jetzt nicht extra kaufen. Also wie gesagt, kostet 20 Euro. Falls es mal im Sale ist, schlag zu. Es zahlt sich wirklich aus. So, ich verabschiede mich jetzt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.